Es ist der 30. Januar 1933. Adolf Hitler wird zum Kanzler von Deutschland ernannt und setzt der deutschen Demokratie damit ein jähes Ende. Geleitet von rassistischen und autoritären Ideen zerstören die Nazis Grundfreiheiten und streben eine Gesellschaft an, die alle sozialen Schichten und Regionen Deutschlands hinter einem Führer vereinen soll. Das Dritte Reich wurde schnell zu einem Polizeistaat, in dem jeder Einzelne willkürlich verhaftet und eingesperrt werden konnte. Die Nazis nutzten Propaganda, um die Unterstützung von Millionen Deutschen zu gewinnen, um Verfolgung, Krieg und schließlich Völkermord zu ermöglichen. Es gibt jedoch auch deutschen Widerstand gegen den NS-Staat, doch die Kritiker mussten häufig einen hohen Preis für ihren Widerstand gegen den sogenannten Führer zahlen. Eine von ihnen ist die Schwester von Erich Maria Remarque, dem verhasstesten Autor in NS-Deutschland. Ihr Name ist Elfriede Scholz. Elfriede Scholz, das jüngste von vier Kindern, wurde als Elfriede Remarque am 25. März 1903 in Osnabrück, damals Teil des Deutschen Reiches, geboren. Ihr Vater Peter Franz war Buchbinder und seine Ehefrau Anna Maria war Hausfrau und kümmerte sich um die Kinder. Als Kind war Elfriede häufig krank und war aufgrund eines Mangels an roten Blutkörperchen und schwachen Knochen 2 Jahre lang gelähmt. Als ihre Mutter Anna Maria am 9. September 1917 an Krebs starb, war Elfriede nur 14 Jahre alt. Trotz ihrer schlechten Gesundheit schloss Elfriede eine Ausbildung als Schneiderin ab. Danach führte sie ihren eigenen Salon, erst in Leipzig und dann ab 1929 in Dresden. Im Januar desselben Jahres veröffentlichte ihr Bruder Erich Maria Remarque seinen Roman »Im Westen nichts Neues«. Das Buch beschreibt die extremen körperlichen und seelischen Traumata der deutschen Soldaten während des Krieges sowie die Loslösung vom zivilen Leben, die viele bei ihrer Rückkehr aus dem Krieg empfanden. Das Buch wurde zum meistverkauften belletristischen Werk in den USA im Jahr 1929 und verkaufte sich in den ersten 18 Monaten seines Erscheinens 2,5 Millionen Mal in 22 Sprachen. Remarques realistische Schilderung des Grabenkrieges aus der Perspektive eines jungen Soldaten traf den Nerv der Überlebenden des Krieges, Soldaten wie Zivilisten, und lösten weltweit heftige Reaktionen aus, sowohl positive wie auch negative. Remarques schärfste Kritiker waren seine Landsleute, von denen viele der Meinung waren, dass das Buch die deutschen Kriegsanstrengungen verunglimpfte und Remarque die Schrecken des Krieges überzeichnet habe, um seine pazifistische Agenda voranzutreiben. Die stärksten Stimmen gegen Remarque kamen aus der aufstrebenden NSDAP und ihrer ideologischen Verbündeten. Im Jahr 1930 kam es bei der Vorführung der Oscar-prämierten Buchverfilmung zu von den Nazis organisierten Protesten und Anschlägen auf die Kinos und Zuschauer. 3 Jahre später, im Januar 1933, kamen Adolf Hitler und die NSDAP an die Macht. Doch die NS-Führer wollten mehr als nur politische Autorität. Sie wollten die kulturelle Landschaft verändern. Sie wollten das fördern, was sie traditionelle deutsche und nordische Werte nannten und das, was sie als jüdische, fremde und entartete Einflüsse bezeichneten, zurückdrängen und somit eine Gemeinschaft gründen, die den Idealen der Nazis entsprach. Im neuen nationalsozialistischen Deutschland bestand eine Hauptaufgabe der Kultur darin, die Weltanschauung der Nazis zu verbreiten. Eine der ersten Aufgaben, die die NS-Führer nach ihrer Machtübernahme Anfang 1933 in Angriff nahmen, war die Gleichschaltung aller beruflichen und gesellschaftlichen Organisationen mit der NS-Ideologie und Politik. Die Kunst- und Kulturorganisationen waren von diesen Bestrebungen nicht ausgenommen. Josef Goebbels, Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, bemühte sich sofort, die Kunst- und Kulturschaffenden mit den Zielen der Nazis in Einklang zu bringen. Die Regierung säuberte die kulturellen Organisationen von Juden und anderen, die als politisch und künstlerisch verdächtig galten. Auf Initiative des NS-Propagandaministers Josef Goebbels wurde Remarques Werk öffentlich als unpatriotisch bezeichnet und in Deutschland verboten. Kopien wurden aus allen Bibliotheken entfernt und durften im ganzen Land nicht mehr verkauft oder veröffentlicht werden. Ab dem 10. Mai 1933 führten nationalsozialistisch dominierte Studentengruppen öffentliche Verbrennungen von Büchern durch, die als undeutsch galten.
Die Bücherverbrennungen fanden in 34 Universitätsstädten statt und die Werke bekannter jüdischer, liberaler und linker Autoren endeten auf dem Scheiterhaufen. Unter den Autoren waren Bertolt Brecht, Ernest Hemingway und Erich Maria Remarque. NS-Ideologen verteufelten Remarques schonungslose Beschreibung des Krieges, im Westen nichts Neues, sei ein Zitat literarischer Verrat an den Soldaten des Ersten Weltkriegs. Der wahre Grund war jedoch, dass Remarques Buch im Zuge der Remilitarisierung Deutschlands als kontraproduktiv für die Wiederaufrüstung angesehen wurde. Die Bücherverbrennungen waren ein starkes Symbol der Intoleranz und Zensur der Nazis. In der Zeit danach führte das Regime Razzien in Buchhandlungen, Bibliotheken und Verlagshäusern durch, um Materialien zu konfiszieren, die als undeutsch erachtet wurden. Diese Bücherverbrennungen erregten international die Kritik von Intellektuellen und der Presse, die darin einen barbarischen Akt sahen, der nicht zu einer modernen, zivilisierten Gesellschaft passe. Deutschland entwickelte sich rasch zu einer totalitären Gesellschaft. Es fanden Massenverhaftungen von ganzen Gesellschaftsgruppen statt, die von der neuen Regierung missbilligt wurden. Während Remarque Deutschland verließ und in seiner Schweizer Villa wohnte, blieb Elfriede in Deutschland. Aber die Nazis vergaßen ihren Bruder nicht. Sie behaupteten, er sei jüdisch und behaupteten, dass er im Ersten Weltkrieg keinen Dienst geleistet habe, obwohl er sogar im Kampf verwundet wurde. 1938 wurde ihm die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen. Der Zweite Weltkrieg begann am 1. September 1939, als NS-Deutschland Polen überfiel. 1941 heiratete Elfriede den Musiker Heinz Scholz, mit dem sie zwei Kinder bekam. Zwei Jahre später, am 2. Februar 1943, kapitulierten die überlebenden deutschen Truppen nur etwa 91.000 Soldaten in Stalingrad an der Wolga nach monatelangen erbitterten Kämpfen und schweren Verlusten. Die Schlacht von Stalingrad endete mit der Kapitulation und dem fast vollständigen Verlust der 6. Armee, die als die beste Feldarmee der Wehrmacht angesehen wurde. Vor der Kapitulation der Deutschen hatte der Propagandaminister Joseph Goebbels erklärt, die Schlacht sei eine Frage von Leben und Tod und der deutsche Ruf, genauso wie der der Sowjetunion, werde davon abhängen, wie sie enden würde. Und er würde Recht behalten. Die Schlacht um die Stadt Stalingrad erwies sich als ein entscheidender psychologischer Wendepunkt, der eine Reihe deutscher Siege im Sommer 1942 beendete und den langen Rückzug nach Westen einleitete. Deutschland war nicht in der Lage, die Sowjetunion zu besiegen, das gemeinsam mit Großbritannien und den USA die Führung von Deutschland übernahm. Die Niederlage Deutschlands erschütterte den Ruf der Unbesiegbarkeit und versetzte der deutschen Moral einen verheerenden Schlag. Am 30. Januar 1943, dem 10. Jahrestag seiner Machtübernahme, hielt Hitler keine Rede. Stattdessen verlas Joseph Goebbels den Text der Rede im Radio. Die Rede enthielt eine versteckte Andeutung, dass sich Deutschland nun in einem Verteidigungskrieg befand. Die öffentliche Stimmung war verdrossen, deprimiert, ängstlich und kriegsmüde. Elfriede Scholz machte aus ihrer kritischen Haltung gegenüber Nationalsozialismus und Krieg keinen Hehl. Sie sagte einer Bekannten und Kundin ihrer Schneiderei, dass sie nicht an die Propaganda eines deutschen Endsiegs glaube und dass die deutschen Soldaten an der Front nichts als Schlachtvieh seien. Sie sagte auch, sie würde Adolf Hitler umbringen. Ähnliche Aussagen tätigte sie gegenüber ihrer Vermieterin. Für diese staatsfeindlichen Aussagen, wie es die Nazis nannten, würde sie mit ihrem Leben bezahlen. Im Spätsommer 1943 wurde Elfriede Scholz denunziert, verhaftet und dann vor den Volksgerichtshof gestellt, der für seine unfairen Prozesse berüchtigt war. Der vorsitzende Richter Roland Freisler war als der Henker bekannt, weil 90% seiner Urteile mit der Todesstrafe endeten. Während des Prozesses sagte Freisler zu Elfriede: Dein Bruder ist leider außerhalb unserer Reichweite, aber du entkommst uns nicht. Am 29. Oktober 1943 verurteilte der Volksgerichtshof unter Freisler Elfriede wegen Unterwanderung der Kriegsanstrengungen und Feindbegünstigung zum Tode. Ihre zwei Gnadengesuche wurden abgelehnt und vor der Hinrichtung rasierten die Nazis ihr den Kopf.
Elfriede Scholz war 40 Jahre alt, als sie am 16. Dezember 1943 in einem Berliner Gefängnis durch die Guillotine enthauptet wurde. Nach der Hinrichtung wurde ihre Leiche dem Anatomen Hermann Stieve übergeben, der sie für seine Forschungen über die Auswirkungen von Stress und anderen Umwelteinflüssen auf das weibliche Fortpflanzungssystem verwendete. Die Henker begnügten sich nicht damit, Elfriede zu enthaupten. Sie schickten sogar eine Rechnung über 90 Mark für ihre Hinrichtung an ihre Familie. Erich Maria Remarque wusste bis nach dem Krieg nichts über das Schicksal seiner Schwester Elfriede. Zu dieser Zeit war er im Exil in den USA, wohin er aus der Schweiz kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs 1939 geflohen war. Er erfuhr erst im Juni 1946 von Elfriedes Tod und widmete ihr 1952 seinen Roman »Der Funke Leben«. Er sagte später, dass seine Schwester in den Widerstand gegen die Nazis involviert gewesen sei. Elfriedes Todesurteil wurde erst 1998 durch das Gesetz zur Aufhebung nationalsozialistischen Unrechts in der Strafrechtspflege aufgehoben. Elfriedes Mut wird in Deutschland bis heute geehrt und in ihrer Heimatstadt Osnabrück trägt eine Straße ihren Namen. Ihre Geschichte, wie auch die anderer Menschen, dient als Leuchtfeuer des Mutes im Angesicht ungerechter und grauenvoller Mächte in der Welt. Es wurden viele Tränen für Elfriede Scholz vergossen. Vielen Dank, dass du dir den World History Kanal angeschaut hast. Klick auf Gefällt mir, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf unserem Kanal.